Hallöchen, besser spät als nie, mein 1000 Abonnenten-Spezial. Ich habe lange überlegt, was ich mache, und ich dachte, ich mache einfach so eine Art, ja, ein Tagebuch nicht, weil es geht ja über mehrere Tage, aber so halt ein YouTube-Tag im Leben von mir halt, German Sea Channel. Dachte, es wäre eine ganz witzige Idee. Keine Ahnung, was Besseres ist mir leider nicht eingefallen. Ja. Ich werde euch also ein bisschen mitnehmen, immer mal so ein paar kleine Ausschnitte, was ich so mache, wenn ich filme oder was auch immer mache. Keine Ahnung. Und ja, nehme ich euch halt einfach immer mal mit und schalte halt immer mal ein. Und ja, mal schauen, wie das so ankommt. Noch etwas. Und zwar, wenn ihr Fragen habt an mich jetzt, an mich persönlich, nicht über RC-Autos, sondern an mich persönlich, was mein Channel betrifft oder mich als Person betrifft, dann schreibt das hier unter dieses 1000-Abonnenten-Special. Ich werde dann so eine Woche warten oder sowas, und dann werde ich ein Frage-Antwort-Video daraus machen. Tja, was gibt's noch zu sagen? Eigentlich nicht viel. Ja, 1000 Abonnenten. Mittlerweile schon 1100 irgendwas oder sowas. Ja, freut mich riesig. Hätte ich, glaube ich, vor ein bisschen was über ein Jahr nicht mitgerechnet. Oder vor einem Jahr, keine Ahnung. Ja, ich bedanke mich dabei natürlich recht herzlich an alle Leute, die den Weg, jetzt den ein Jahr oder das Jahr oder über ein Jahr, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Also die den Weg mit mir ist. Bestritten haben und die mittlerweile echt gute Freunde geworden sind, wie das Silver Sea, Mick, German Sea Playground, Benny ist ein richtig guter Kumpel geworden mittlerweile, Laser genauso, Multikulti Laser, wer war noch die ganzen Jahre dabei, alle Leute von UMB, Timo, Max, Julian, Ölfuß natürlich, der mit dabei war, wer war noch dabei, Nathan war auch viel dabei von Nate Ossi. Wer war noch alles dabei? Megacore, Garys Modellbau Blog. Das sind alles so Leute, mit die wir viel zu tun haben. Und ja, es tut mir leid, falls ich irgendjemanden vergessen. Wen habe ich vergessen? RC Chris vielleicht noch. Wen noch? Fällt mir gerade nicht so ein. Marius fehlt noch. Und ja, wie gesagt, eine schöne Zeit mit euch. Ich hoffe, das geht noch ein paar Jährchen so weiter. Macht echt Spaß. Und dieses Jahr werden wir das ja mal in Angriff nehmen, dass wir uns mal alle treffen, weil ich bin irgendwie der Einzige, der extrem weit entfernt wohnt. Im Gegensatz jetzt zu den restlichen Truppen, außer UMB, die sind auch ein bisschen weiter weg. Aber ja, mal schauen. Ich hoffe, das kriegen wir alles irgendwie hin. Ach, Hadl habe ich vergessen, natürlich. Erst noch nicht so lange dabei, aber Hadl natürlich auch. Ja, ich würde sagen, viel Spaß euch dabei. Ich hoffe, euch gefällt es ein bisschen. Lasst einen Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. So, erste Station. Gerade auf dem Weg hier. Wir haben ja zum Glück alles nah am Haus. Hier hört man gerade ein paar Kinder schreien. Auto heute, Video. Huch. Oma. Rucksack habe ich auf dem Rücken, logischerweise. Ja. Jetzt gucken wir gerade mal nach einer kleinen Location, dass ich euch nicht immer selben Platz zeige. Ja. Wenn wir ihn gefunden haben, dann melde ich mich nochmal auf jeden Fall. So, Location gefunden. Ja, müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen, weil die Sonne geht langsam unter. Wir haben es jetzt, glaube ich, keine Ahnung, ohne Momento. Wir haben es, da bin ich, erkennt man natürlich nichts, 16:29. Ja, weiß nicht, ob wir zu dem Zeitpunkt, wenn das Video hier kommt, ob wir da das Video vom Granite schon gesehen habt, kann ich euch nicht sagen. Ich kann euch mal schnell noch zeigen, was ich alles dabei habe. Also mein Rucksack, Funke natürlich, Auto, GoPro habe ich in der Hand.
Lippos ohne Ende. Man weiß ja nie, was zu trinken. Man weiß ja nie, wie lange es dauert. Und natürlich allerhand GoPro-Zubehör. Kleines Stativ und großes Stativ hat meine Frau noch, die ist hinter mir. Die ist heute mal dabei. Hallöchen. Mal wieder und ja, hilft mir halt ein bisschen wie immer, ne? Ah, was ist noch? Ja, kennt ihr ja hier wahrscheinlich die Location. Wir werden jetzt die nächsten paar Tage noch da in diese Richtung gehen. Noch ein Crawler-Video machen. Wobei ich da noch nicht hundertprozentig weiß, ob ich das überhaupt online stellen werde, weil ich habe bloß ein bisschen was an meinem Setup geändert, an meinem Layout allgemein. Ja, das ist hier so unser kleiner Park. Der ist nur Luftlinie, vielleicht 100 Meter von mir. Also eigentlich perfekt. Da hinten habe ich noch was Geiles vor. Da ist ein großer Springbrunnen. Wenn der im Sommer an ist, will ich da versuchen, mit einem Kyoshu oder mit einem Granite mal drüber zu springen. Mal schauen. Aber das kann ich euch nachher noch mal genauer zeigen. Mal gucken, ob ich das realisieren kann. Ja, wir fangen jetzt erstmal an, bevor es hier dunkel wird, und dann melde ich mich bestimmt nochmal danach. So, Video im Kasten. Jetzt kommt die Sonne irgendwie nochmal richtig raus. Ich habe echt keine Ahnung. Ich habe jetzt, glaube ich, eine halbe, dreiviertel Stunde Videomaterial. Mal gucken, was ich daraus zaubern kann. Ja, hier ist also nur das Video zu Ende. Ich war nochmal schnell zu Hause, habe die Rampe geholt, die steht da hinten, kann ich euch aber leider gerade nicht zeigen, weil da sind ein paar Leutchen. Und ihr wisst ja, wie das ist, wenn man fremde Leute filmt. Das kann echt in die Hose gehen manchmal. Tja, kaputt gegangen ist nichts. Ein paar Kratzer hat er bekommen. Aber sonst, ja, eigentlich alles gut gelandet. Alles I.O. Mal schauen, ich weiß, wie gesagt, ich weiß echt nicht, ob ihr das Video jetzt hier eher seht als das Running Video. Mal schauen, könnt ihr ja dann in die Kommentare schreiben. Ja, das war eigentlich jetzt der Tag und ich würde sagen, wir sehen uns später nochmal. So, melde mich nochmal. Ich habe hier gerade noch ein bisschen rumgespielt für meinen neuen Channel. Habe ich hier noch ein bisschen was gemacht. Ich zeige euch das mal so ein bisschen. Banner habe ich noch mal ein bisschen bearbeitet, alles ein bisschen zurechtgerückt. Ja, mache ich ja auch oft. Ich habe ja noch eine Facebook-Page, wo ich Designs annehme von anderen Leuten. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen groß. Man munkelt. Tja, das mache ich gerade. Aber ich denke, oh, so 10 Minütchen, dann bin ich damit auch durch. Jo, ihr seht es blinken wahrscheinlich von der GoPro. Ja, das ist hier Photoshop, ne? Photoshop CC ist das, glaube ich. Ja, CC. Ja, so dürfte es eigentlich passen. Ich hoffe, ihr habt den Channel schon abonniert. Der German Unboxing Channel. Den habe ich eigentlich nur gemacht, um diese Loot Chest Unboxings und sowas ein bisschen zu trennen von meinen RC Videos, und weil ich noch so ein paar andere Sachen gerne machen würde. Ja, deswegen halt den Zweitkanal. Könnt ihr mal vorbeischauen, habt auch Facebook Seite und sowas natürlich. Ja, ich würde sagen, das reicht. Ich passe die Größe hier noch an und dann reicht's auch für heute, würde ich sagen. Bis später. So, ich melde mich auch mal wieder. Ja, so sieht's aus, wenn man fahren war. Der hat aber heute etwas verloren, und zwar sein Servo. Das ist jetzt im Granite drin, weil das Abzima Servo wollte nicht so, wie ich wollte. Deswegen ist das rausgeflogen und habe ich erstmal schnell das vom Kyoshu eingebaut. Ja, aber das neue wird dann so schnellstmöglich bestellt. Das wird wieder ein Hobby King Servo werden, weil die haben mich echt überzeugt. Für den Preis kann man echt nichts falsch machen.
Ich bin jetzt dabei, das Auto hier so ein bisschen sauber zu machen. Ja, weil dreckige Autos hinstellen ist irgendwie nicht so mein Ding. Alles, wie gesagt, richtig schön sauber machen. Gucken, ob irgendwo ein bisschen Fett oder Öl fehlt. Und boah, ist schon ein bisschen später geworden, ist schon ein bisschen dunkel. Aber was soll's? Gerade nichts anderes geplant. Jo, mal schauen, was ich noch so finde. Aber eigentlich ist der Kia schon ein stabiles Auto, da wird nichts sein dran. Jo, dann werde ich mich nachher wahrscheinlich ransetzen, noch ein Video schneiden. Mal schauen, wann ich das mache. Ob ich das heute noch mache, mal schauen. Da werde ich auf jeden Fall bestimmt noch mal einschalten. Dann werde ich später bestimmt noch in TS zu den Jungs gehen. Gucken, was die so sagen. Da war ich jetzt auch eine Zeit lang nicht. Und ja. Mal schauen. Also der ist echt versüfft, ey, wenn ihr euch das hier anguckt. So, ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Das ist echt. Ja, neue Chassisplatte hat er ja bekommen. Ich hoffe, es fällt hier nichts runter. Seht ihr, hat noch keine Kratzer. Also naja, ein paar, aber nichts Dramatisches. Jetzt nehme ich mir hier meine Pinsel. Das sind Kuchenpinsel für 1 € oder sowas. Damit mache ich immer den groben Dreck hier so ein bisschen weg. Und wenn das erledigt ist, weil so schlimm ist es nicht, das ist alles schon getrocknet, sonst dusche ich die Autos immer ab und mache sie dann komplett sauber. Aber hier reicht es, denke ich, abbürsten und dann vielleicht nochmal absprühen oder sowas mit Druckluft. Mal schauen. Mal schauen, wie das so wird. Ja, ich würde sagen, bis später. Ich bin's nochmal. Gerade habe ich euch ja, ich glaube, das schneide ich hier gleich davor. Egal, ich habe euch auf jeden Fall vorhin gezeigt, den Kyosho. Jetzt war ich gerade danach noch mit dem Mission D, den ich ja von Hattel wiederbekommen hatte, in der Tiefgarage. Und ich muss sagen, geil. Geil, geil, geil. Ist echt ein Unterschied. Es hat alles gehalten. Kabellage, ja, das ist jetzt ein bisschen, naja. Aber hat alles gehalten. Richtig gute Arbeit von Hattel. Geile Nummer, macht echt Spaß. Video habe ich leider nicht machen können. Aber naja, da wird auf jeden Fall noch eins kommen. Also echt geil, seht ihr es. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Seht ihr das? Extrem staubig. Tiefgarage ist wieder dreckig. Schön tief gekommen. Kann euch das ja mal so zeigen hier so ein bisschen. Optik ist jetzt auf jeden Fall richtig geil. Irgendwie fehlt hier ein Spiegel. Ich weiß nicht, ob der noch im Karton liegt, ob ich den verloren habe, ob den Hattel verloren hat. Keine Ahnung. Irgendwie ist er weg. Aber naja. Da kommt eh irgendwann nochmal eine neue. Ja, hier ist heute ein bisschen dunkel, es ist schon finster draußen. Hier, schaut euch das mal an, das sieht doch richtig geil aus, oder? Ich finde das fähig. Ja, schön einlenken. Er schleift auch nichts oder so. Das passt alles. Macht richtig Laune, die Karre jetzt. Geile Nummer, auf jeden Fall. Tja. Aber jetzt mache ich mich am PC. Ist doch ein bisschen länger geworden, aber naja. Jetzt mache ich mich am PC. Werde noch ein Video schneiden. Noch ein bisschen im TS rumgammeln mit den Jungs. Und jo, mal schauen, was heute noch so geht. Aber ich denke nicht viel. Ein bisschen chillen mit meiner Frau. Film gucken oder ein bisschen PS4 spielen. Mal schauen. Keine Ahnung. Bis später. So. Ich hatte ja beim letzten Mal, wo ich mit dem Granite draußen bei euch erzählt, von dem Brunnen, wo ich drüber springen möchte. Wenn er dann an ist. Jetzt ist er ja zurzeit aus, wie man sieht. Das ist der Brunnen. Da habe ich mir überlegt, irgendwie da drüben meine Rampe hier an die Kante zu stellen. Dann hier drüber und dann mit zwei Kameras das ganze filmen, weil ich denke mal, ich werde bloß einen Versuch haben.
Ja, keine Ahnung, ob sich das realisieren lässt, keine Ahnung. Aber ich wollte es euch halt mal zeigen. Ja, bin gerade auf dem Weg zu meiner Crawler-Strecke. Ich habe hier Axial. Ich weiß halt noch nicht, ob ich daraus wirklich ein Video mache oder nicht. Mal schauen. Tja, viel los ist hier nicht. Ist noch relativ früh. Ja, mal schauen. Aber es ist geiles Wetter und mal gucken. So, den Platz hier kennen wahrscheinlich schon einige. So sieht das aus. Hier habe ich auch schon ein paar andere Videos gemacht, wenn ihr das vielleicht wiedererkennt. Ja, da ist er. Ich würde sagen, wir testen das Ganze mal und dann mal schauen, wie das Ganze ankommt. Oder wie er sich jetzt verhält. Ich habe ein bisschen was geändert. Ich habe, vielleicht seht ihr das, ein bisschen Stoßdämpfer anders hingesetzt. Ich habe den Regler nochmal versetzt und so eine Sachen. Die LED ist auch nochmal versetzt. Ja, mal schauen, was rauskommt. So, da bin ich schon wieder. Ja, war eine relativ kurze Fahrt. Ich Vollpfosten, habe einen falschen Lipo gegriffen. Tja, wird wohl doch nichts mit Video, ne? Naja, ich würde sagen, es geht nach Hause wieder. Dann werden wir noch ein Unboxing drin. Mein Drifter ist nämlich wieder da. Und ja, mal gucken, was der Haddel da gezaubert hat. Und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall, wenn ich wieder zu Hause bin. Und gucken dann mal, was wir so noch machen können. Oder was ich euch noch so zeigen kann. Mal gucken, ist ja mein erster Versuch. Soll halt, ja, euch zeigen, wie ich das alles so mache, wenn ich sowas denn mache. Es ist ja nicht jeder Tag so, ist ja nur so ein Einblick halt, wenn ich meinen RC-Channel betreibe, was ich da alles so mache und so. Und ja, wie ich schon am Anfang vom Video gesagt hatte, wenn ihr Fragen habt, also zu meiner Person, nicht irgendwie zu irgendwelchen Autos oder irgendwelchen Sachen, die ihr machen müsst an euren Autos, haut die in die Kommentare, ich mache da ein Frage-Antwort-Video. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie, was weiß ich, wie alt ich bin oder was auch immer, halt solche Sachen, ne? Also, oder Sachen, die meinen Kanal betreffen, also ist nicht um, wo es um Autos geht oder sowas, ne? So, ich würde sagen, bis später bei mir zu Hause. So, da melde ich mich mal wieder. Hab gerade das Video gemacht über das Scope Case bzw. über das Zubehör. Da hatte mich der Laser mal gefragt gehabt, ob ich das machen kann. Das habe ich gerade abgedreht gehabt. So, jetzt wollte ich mich noch um meinen Armer kümmern. Ich war nämlich, ja, wir waren spazieren halt, Frau, Kinder und ich, bin mit dem Armer, den habe ich mir hinten an den Rucksack gemacht, gebunden, hinten an der Wheelie Bar, hab den mitgehabt, wie gesagt, ja, bin irgendwie im Gras hängen geblieben und dann hat es mir hier eine Antriebswelle zerrissen. Was heißt zerrissen? Die ist ziemlich krumm geworden und naja, ja, jetzt wollte ich noch mal halt genauer nachgucken, weil ich den Tag dann auch keine Lust und keine Zeit mehr hatte, weil ich war jetzt die ganze Zeit krank. Ja, jetzt wollte ich noch mal nachgucken, was da noch alles kaputt gegangen ist, also beziehungsweise alles noch mal ein bisschen prüfen und so. Und ja, Video werdet ihr dazu nicht sehen, vielleicht ein Post bei Facebook oder sowas. Ja, Lipos laden. Und ja, hier oben ist auch nicht viel los. Chillen meine Autos rum. Tja, hier, der Drifter ist auch gekommen. Das Video dürftet ihr schon gesehen haben, denke ich. Also eigentlich dürftet ihr alle Videos schon gesehen haben, weil das ist jetzt schon eine Weile her wieder zwischendurch, weil, wie gesagt, ich war halt krank. Und ja, soweit so gut. Caro hat auch schon ein bisschen gelitten. Naja, egal. Jo, ich denke, ich werde nachher noch einen Zwischenschnitt machen. Oder morgen oder sowas.
Und tja, das soll es erstmal gewesen sein. So, ich melde mich nochmal zurück. Ich habe schon mal ein bisschen hier vorbereitet, bin gerade am Video machen. Video vorbereiten. Ich habe schon mal Thumbnail erstellt für das Video, was ihr hier eben seht. Ein RC-Talk bei der German OC Channel, 1000 Abo Special, habe ich es einfach mal genannt. Denke, das ist okay. Ja, bin hier gerade am Anfang. Intro schon mal eingefügt. Jetzt gucke ich mir die Clips alle noch mal vorher an. Und dann, ja, basteln wir das Video mal zusammen. Das Abonnenten-Special, ihr seht ja, hier sind ein paar Dateien. Mal gucken, wie lang das Video wird. Mal schauen. Und ja, das Resultat, das seht ihr ja dann in diesem Moment eigentlich, theoretisch. Ja. Ja, sonst Video habe ich ja sonst keins gemacht. Glaube ich, davor? Weiß ich es nicht, keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall bin ich ein bisschen im, wie sagt man, in Vorproduktion, kann man sagen. Ja, dass ihr was zu schauen habt und ja, bis später. So, das war der Tag, RC-Tag mit mir, wie ich das so mache, wenn ich für YouTube etwas produziere oder etwas mache. Habt ihr es gesehen? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es soll bloß eine kleine Endcut werden. Und ich hoffe, ihr bleibt weiter dabei auf die nächsten 1000 oder 10.000 oder was auch immer. Mal gucken, wo es uns hintreibt, beziehungsweise mich. Bis jetzt, wie gesagt, ist alles supi. Es macht mir immer noch richtig viel Spaß. Ohne die anderen wäre es wahrscheinlich nicht so. Nochmal ganz herzlichen Dank an alle, die dabei sind. Habe ich ja, glaube ich, am Anfang alle genannt. Nochmal einen speziellen Dank auch an meine Frau, die mich hier immer unterstützt, immer dabei ist, immer hilft und immer mal ein Auge zudrückt, wenn ich in Sachen erzähle, ein bisschen am Appel drehe. Schatz, vielen Dank dafür nochmal und ich würde sagen, das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst was da, ob es gut angekommen ist oder nicht. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und bis zum nächsten Video. Ciao!